Hi zusammen. So, heute mal wieder ein bisschen Tanky Online. Und was habe ich mir überlegt? Gar nichts. Nein, nicht ein bisschen. So oder so ähnlich. Außer die Tatsache, dass ich unbedingt mal wieder ein neues Headset brauche. Naja. Ihr wisst schon, Altersschwächen und so. Ne? Ist ja klar. Wenn man es halt so ein paar Mal auf den Boden wirft, es gegen die Wände schmeißt, aus dem Fenster hängen lässt, es anbrennt, ja, dann können schon die ein oder anderen Gebrauchsspuren auftreten. Aber nur eventuell. Oder doch, ganz sicher. Wieder Back to the Rules oder heute mal keine Back to the Rules? Maybe. Ich muss mal schauen. Was nehme ich denn? Picasso, Tannengrün, Reporter. Nee, muss schon. Muss schon ordentlich pfeffern hier. Funken. Mit Funken habe ich so. Eigentlich kaum. Sehr selten sogar. Richtig selten, wenn schon. Aber so richtig selten halt. Funken, Funken, Funken. Naja, gehen wir mal hier rein. Ja, ich bin noch immer Marshall. Tut mir leid, aber ich habe auch ein Real Life. Naja, kann man sich nicht vorstellen, aber ich habe mal davon gehört und ich probiere es jetzt mal aus, ja. Ach, Ironie, wie ich dich liebe. Ja, gut. Also ich habe wirklich noch ein Real Life und Pflichten, die ich erfüllen muss. So, erstmal hier. Entschuldigung, die Tastatur richtig hinhauen. So richtig hinhauen. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Ich hab ein Real Life, ja. Stimmt. Pflichten habe ich noch zu erfüllen. Also. Halt so die Standardsachen halt, ne? Klausuren schreiben. Ey, dieser Tinky Online Blog, der ist. Oh Gott, ist das laut! Ohrenschmerzen. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Alter, dieses Headset riecht mir auf. So, gut. Okay, wo war ich jetzt? Also, Pflichten erfüllen und Fail. Ja, es gibt halt sowas wie Pflichten für mich. Sprich, eine Aus. Ich kann nicht zielen. Ja, eindeutig mehr mit Railgun spielen. Klausuren in der Ausbildung schreiben hier und natürlich lernen halt für diese Klausuren, ist ja klar. Aber auch so muss man natürlich lernen, ne? Fürs Leben. Das sagen die Lehrer auch sehr, sehr gerne. Ihr lernt nicht für uns oder so, ihr lernt für euch und für das Leben oder wie auch immer die es bei euch gesagt haben und so weiter. Wobei ich dann manchmal so echt so dachte, naja, gut, ist vielleicht was Wahres dran an dieser Aussage, aber naja, nicht alles ist wahr, was die Lehrer so erzählen. Oh, eine Miene. Denn wenn es halt so ist, dass man für keinen anderen lernt, außer für sich selber, heißt das natürlich, dass man selber festlegt, wie viel man denn überhaupt lernen will und was man lernen will. Denn wenn man für sich selber lernt, was die Lehrer natürlich immer sagen, dann ist es ja so, dass man halt wirklich selber festlegen kann, was ich lernen will, ob ich das später brauche und so weiter. Denn wieso sollte man sein Gehirn mit unnötigen Informationen vollstopfen? So ähnlich. Versteht doch, was ich hinaus will, ne? Und wenn man halt zum Beispiel in Musik oder in Bio oder was auch immer nicht lernen will, weil man das später einfach gar nicht braucht, wie ich zum Beispiel, ich brauche keine Musik oder Chemie oder Bio, geschweige denn Geschichte, wobei Geschichte doch Spaß gemacht hat, naja. Rest in Peace. Ja, Blacklist Hunter, meine Fresse. Es kommt ja noch einer, Leute, regt euch mal hier ab. Als ob irgendwie, keine Ahnung, der Papst gestorben wäre oder so. Wird mal Zeit. So, flieg über meine Mine. Jo, also. Ich weiß echt nicht, wieso ich jetzt so Funken genommen habe. Nur weil ich die Farbe. Die sieht eigentlich doch ganz geil aus. So, nicht vom Thema abkommen. Natürlich mache ich kein Let's Play. Also nicht vom Thema abkommen. So, und zwar lernt man natürlich für sich selber. Also heißt das, man kann selber festlegen und so weiter. Und dann
bekommt natürlich unbedingt so eine LEK-Test, Klassenarbeit, was auch immer. Und wenn man dann eine schlechte Note schreibt, dann, ja, ey, da musst du mehr lernen, so, ne? Und bla bla bla, und ihr lernt ja nicht für uns, ihr lernt ja für euch selber, so. Ja gut, wenn es jetzt so ist, dann kann ich ja selber entscheiden, was ich lerne und so weiter. Dann muss man das ja nicht abfragen in dem Sinne. Dann wird mir ja schon was, da wird ja schon etwas vorausgesetzt, und zwar, dass man sich dem Willen der Götter bzw. der Lehrer beugt. Oder natürlich, dass man halt gezwungen wird zu lernen, und somit hat man natürlich nicht mehr die Auswahl für sich selber zu lernen, sondern man lernt dann eigentlich indirekt für andere, damit die nämlich das kontrollieren können, was man denn gelernt hat, so ähnlich. Und das ist doch eigentlich genau das, was die uns jetzt nicht sagen wollen. Aber sie machen's, indem sie halt eine Klassenarbeit und so weiter machen. Hätte ich das einem Lehrer in der Schulzeit ins Gesicht gesagt, ich glaube, ich hätte den Klassenraum verlassen dürfen und mich natürlich im Sekretariat melden können. Naja, ja, zum Glück war ich ruhig und habe mir immer meinen Teil gedacht. Vor allem, ey, unsere Mathelehrerin, naja, gut. Ich habe 2 Blöcke gefehlt, weil ich krank war. Da komme ich mal wieder. Erster Tag in der Schule, ich durfte an die Tafel und muss natürlich irgendwie Rechnungen machen, von denen ich nicht mal gehört habe, dass es die überhaupt gibt. So, und ja, Hausaufgabenheft nach vorne geht ja gar nicht hier. Habe ich irgendwie eine 5 minus oder so gehabt oder eine 5 plus, keine Ahnung. So, ja, toll, cool. Ich war 2 Blöcke nicht da, bin heute den ersten Tag da, darf an die Tafel und bestätige, dass ich nicht weiß, was das Thema war, was also gelernt werden sollte und so. Ja, cool, das. Ja, das hätte ich auch so sagen können, ohne halt eine schlechte Note kassieren zu müssen, aber war ja der Scheißegal. Ja, ja, so sind die Lehrer nun mal. Es sind ja auch nur Menschen. Es gab geile Lehrer, es gab scheiß Lehrer. Naja, pff, was will man da machen? Was will man da machen? Scheiß Lehrer. Verdammte Lehrer. Ja, wir haben auch noch ein Real Life, ja? Und Hobbys und alles Mögliche, ne? Nicht nur Hausaufgaben. Also manche, aber wirklich, bei manchen Lehrern denkt man sich echt, dass man nach der Schule nach Hause kommt und sofort anfängt zu lernen und so weiter, Hausaufgaben macht und Freizeit, wer braucht das schon? Hallo? Was ist denn Freizeit? Aber ich wollte heute eigentlich über was ganz anderes reden und nicht über Lehrer. Aber irgendwie bin ich jetzt auf Lehrer gekommen. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber es ist halt so. Mensch, darf ich jetzt wirklich die Fleck haben? Wow, das ist ja so nett. Was bräuchte ich jetzt eigentlich? Naja, gut, auf jeden Fall wollte ich auf was anderes hinaus. Und zwar bin ich ja mal wieder mit der Bahn gefahren und leider kann ich jetzt echt nicht mehr so viele Bahngeschichten erzählen, weil sich irgendwie immer alles wiederholt. Also natürlich, bei dem ersten, zweiten, dritten Mal nicht, aber wenn man natürlich immer öfter mit der Bahn fährt, gibt es halt Situationen, die sich immer wiederholen. Wie zum Beispiel, ach ja, gut, hier, nimm sie. Wie zum Beispiel, ja, Obdachlose in der Bahn wegen Straßenfeger und so weiter. Aber gut, darüber mache ich mich nicht lustig. Wobei man sagen kann, dass man selber schuld ist, aber naja. Nein, und zwar was ganz anderes. Und zwar gibt's halt wirklich so Bahnfahrer. Also die Leute, die die Bahn fahren, ja, nicht die Bahnfahrer. Ach, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall die Leute, die die Bahn fahren. Naja, da gab es vor kurzem auch wieder so eine. Ja, eine, ja, also eine Frau. Frau am Steuer. Haha, wir lachen alle mal. Und die hat es doch tatsächlich fertiggebracht, eine Station fast auszulassen. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Also man sieht ja, also eigentlich im Normalfall sieht man ja, wenn man vorne ist, dass da eine Station kommt. Aber die hat es doch fertiggebracht, die Station fast auszulassen. Die hat es dann irgendwann mal gecheckt. So, hey, war da nicht gerade eine Station? Verdammt. Hat er gebremst und dann kam auch die Ansage, dass die Leute, die vorne sind und aussteigen wollen, aufpassen sollen. Nicht, dass sie dann den ersten Schritt machen und nicht am Bahnhof dann weitergehen, sondern natürlich dann runterfallen auf die Schiene und so weiter, ne? Übrigens war dann der hintere Teil der Bahn, der war dann ganz vorne am Bahnhof, sprich, der Rest war dann irgendwo im Nirvana, wenn man so sieht. Ja, ja, ja. Oh, schön umgeschossen. So, ja, ich hab Skill. Das war die erste, aber ich hab noch 2 andere. Die eine ist eher Hipster-YOLO und die andere ist eher so kindliche Fantasie, wenn man es so sieht. Und zwar fangen wir erstmal mit den YOLO-Hipster-Swaggern an, weil ich die zuerst gesehen habe.
Naja, von hinten. Weil ich war in der Bahn und die zwei YOLO-Hipster-Swagger waren halt auf dem Bahnsteig und haben gesessen und mir die kalte Schulter gezeigt. So oder so ähnlich. Auf jeden Fall haben wir ja, soweit ich weiß, Mai, Mitte Mai. Und es gibt halt Leute, die Leggings tragen, Sommerschuhe oder wie man die auch nennt, eine Lederjacke. Und was darf natürlich im Mai nicht fehlen? Richtig, eine Wintermütze. Und zwar zieht man die Wintermütze ja heutzutage auch nicht mehr wirklich richtig an, sondern wie soll ich das sagen? Du setzt die halt nur so halb auf, dass dann halt irgendwie so richtig viel von der Mütze nach oben schaut, dass man denkt, dass du irgendwie so einen übelsten Riesenschädel hast. Oder ein zweites Gehirn. Aber die Voraussetzung für ein zweites Gehirn ist natürlich, dass man erst eins besitzt. Also ein erstes Gehirn. Von mir aus das Prä-Gehirn. Oder so ähnlich. Naja. Ja, so oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ja. Was soll das denn bitte? Mai. Ja, toll, ich bin fast tot. Und ja, überlass mir die Fleck. Das ist wunderbar. Ich brauche ja nur noch einen Schlag und so, ne? Sag mal, das macht er doch mit Absicht, oder? Ach, egal. Ja. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau, Swagger-Hipster. Und dann, als ich dann ausgestiegen bin, paar Stationen später, oder war es nur eine? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, war dann halt so ein Junge vor mir, der ein Smartphone besitzt. Und, das hat mir gezeigt, dass nicht jeder kleine Junge beziehungsweise jedes kleine Kind im Alter von 11 Jahren oder so unbedingt ein Smartphone braucht. Wieso soll ich drangen? Sind doch eh nur noch 2 Minuten. Wir sind in Führung. Das ist sinnfrei. Ja, auf jeden Fall dachte ich so, er telefoniert gerade, weil er halt geredet hat und vor ihm das Smartphone. Ich nenn's mal so. Handy, damit bin ich aufgewachsen und nicht Smartphone, verdammt. Hey, ist scheißegal, Handy gleich Smartphone. So, und gut, auf jeden Fall, ja, scheiß Dicky ist so hoch, hatte der halt ein Smartphone oder ein Handy und hat halt geredet. Und dann mir so, naja gut, der telefoniert gerade. Ja, dann habe ich aber gesehen, dass da eine App offen war, eine vorinstallierte App dann sicherlich, und zwar diese Memo-Dings, da ihr wisst schon, wo man reinsprechen kann und dann halt seine Nachrichten aufnehmen kann in dem Sinne. Und das hat er dann auch gemacht und da dachte sie sich, ey, ich mache das mal ein bisschen geiler, anstatt nur irgendwie sinnfrei zu labern und so, hat er sich halt als Special Agent, würde ich mal sagen, ausgegeben. Ich weiß nicht, was er genau gelabert hat, aber auf jeden Fall hat er leise geredet. Ich meine mal, gut, ich hätte mich auch nicht wirklich getraut, hier rumzuschreien, wenn dann irgendwie 100 Leute um mir rum sind. Und ja, auf jeden Fall, das Einzige, was ich halt gehört war, war dieses tsch, tsch, dieses Over, so tsch, tsch, so. Und er hält ja das Ding vor seinen Mund und dann, die sind noch nicht hier, tsch, over, so, ähnlich. Und ein paar Sekunden später so, noch immer keine Veränderung, so tsch, 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 so. Ja, es ist ja schön und gut, aber irgendwie ist es doch schon ein bisschen komisch. Ja, gut. Kinder halt, ne? Aber da sieht man, als Kinder darf man nicht mit Technik allein lassen. Das ist Selbstmord. Selbstmord! Und bei Diminisher. So, das war's dann. Bahnstories erzählt, check. Sinnfrei über Lehrer gelabert, check. Noch irgendwas anderes? Nein. Noch nicht. Wenn ich was vergesse, dann werde ich das sicherlich in einem anderen Teil sagen. Ach ja, genau, ich muss mich mit dem Finanzamt in Verbindung setzen, das wollte ich noch sagen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ja, ihr wisst schon, Steuern hinterzogen und so, ich habe 30 Millionen Euro hinterzogen und so. Normal. Okay, gut, das war ein Witz. Aber ich muss mich mit dem Finanzamt in Verbindung setzen. Ja. Nein, ich wandere nicht ins Gefängnis. GG. Wow, 37 Kristalle, ich bin reich. Jo, gut. Und ich muss auch nicht zahlen, ja, keine Sorge. Also, es wird noch alles, es werden noch Videos folgen, ja. Also, ist alles okay. Jo, das war's dann. Ich wünsche euch was. Rinjaon.